So, Sebastian hat hier einen Seelachs im Clinch. Schon seit wie lange? Ja, jetzt knapp 10 Minuten mal. Ne? 10 Minuten schon. Also 120 wieder nach Tiefsein. 100. Er ist noch nicht müde. Ja, er ist noch nicht müde, schon die ganze Zeit nicht. Die müssen alle raufkurbeln. Irgendeiner hat mich in der Schnur. Ja, ja, das meine ich, ja. Scheiße, Vorsicht. Auch er da hinten muss raus. Ist alle raus, ja? Alle sind raus. Du hast freie Schussbahn hier. Mach ein bisschen mehr Druck. Wie viel Wurfgewicht hat die Rute? 55. Ja, da kannst du ein bisschen mehr Druck machen. Der Hebel muss doch auch stimmen bei dir. Der Hebel ist ja sowas von. Hallo. Wer so hast du nicht? Bitte? Warte mal. Nicht aufmachen, lass zu. Lass zu. Er soll dagegen schwimmen. 55 Gramm Rute, da kannst du ruhig. Die kann sich ruhig richtig biegen. Aber das wird ein dicker sein. Wenn er schon so lange im Drill ist, hier 10 Minuten. Ist er entweder quer gehakt oder ist ein richtig dicker. Könnte auch haben, ne? Wenn du den Bauch irgendwie quer hast. Ja, kann auch sein. Oh, da gibt es jetzt den stärksten Handballer-Kicker. Oberarme wie, ne? Ja. Pommesarme hat der. Pommesarme? Pommesarme, du Sänger, ey. Aber was brennt? Nicht, mal so ein Ball in der Schulter brennt das schon ein bisschen. Jetzt. Aber so soll es sein. Das ist Angelsport. Ja. Und nicht das Schlechteste. Du hast noch deine Rolle. Bitte? Du hast noch deine Rolle. Ich hätte jetzt noch 50 Meter, schätze ich. Wie tief ist er noch? Ja, der ist ganz tief eingezogen und dann hat er nur noch genommen. Was hättest du, wo ist er? 40 Meter noch? 50, schätze ich noch. Wir machen jetzt noch eine Pause. Die Gute kann ja noch. Der Mann kann einfach nicht mehr. Totale Erschöpfung, ey. Ich nenne dich Röntgenman. Scheinst meine. Der Muskel. Also, du kannst auch die zweite Hand beim Hochdrücken kannst du zum Hochdrücken nehmen. Also Armdrücken kann ich heute Abend nicht mehr machen. Konntest du vorher auch die. Ach, weiter weg, ne? Ja. Am besten wir landen ihn hinten, wenn er hinten hochkommt. Ja, oder? Ich schnapp mir den so. Bastian schnappt sich den, sagt er. Ach, die springen auch rein, ne? Bestimmt. Du, wenn das ein 900 Kilo Heilbutt wäre und ich den nur noch dadurch kriege, dass ich da reinspringe. Ja. Er macht aber die Flucht mit dir dann zusammen. Ja, nö, das ist irgendwie, wenn wir den dann mit der Harpune so gleiten da rein und dann. Na komm. Was ist denn los mit dir? Du musst mir Gürtel nehmen, die Gute. Ach so. Kraft und Saft raus. Wir sind wieder dabei. Jetzt müssen wir doch langsam mal kommen. Oh, ich schätze 20 Meter noch oder 10? Ja, 15, 20. Der Fänger hat orakelt, dass der Fisch gleich an der Oberfläche erscheint.
Ihr seid auch Kumpels, ey. Wenn er noch einen Meter pro Fuß runter, dann also eine Viertelstunde sind wir jetzt im Drill hier. Mindestens. Und es erscheint? Kein Fisch. Ein alter Torpedo oder sowas. Ja, langsam muss er doch mal anfangen aufzutreiben, oder? Wahrscheinlich haben wir an der Schwanzflosse gehakt. Positiv denken, das ist jetzt der 18 Kilo Seelachs. Ja. Fühlt sich zumindest so an. Ist doch ganz munter. Ja, also du hast ungefähr noch 300 Meter, bis du Tonnen begrenzt. Jetzt ist aber gleich. Jetzt muss er gleich kommen. Alto Valley, ey. Also wenn der nicht leichter wird mit der Zeit, ne, und nicht auftreibt jetzt, ne? Ja. Dann hol mal hier da hinten noch mal das Scuff in die Hand nehmen, bitte. Oh, Alter, den. Das Scuff ist neben dir. Hier, voll nicht das. Basti, neben hinter dir. Das Scuff. Ja, ich stelle mir das nicht mal. Ja, und das Clap auch, das habe ich hier. Das nehmen wir auch noch mit dazu. Oh, komm. Falls es denn doch ein Heilboot ist, vielleicht. Aber ich will noch mal. Denn Seelachs, der müsste jetzt eigentlich selber mitkommen. Der hat nämlich eine Schwimmblase. Ein Heilboot hat keine. Oh, was hast du da dran? Ein Sack oder was? Ich weiß es nicht, aber jetzt kommt er doch, oder? Jetzt kommt er. Jetzt weiß ich nicht. Er will noch nicht. Zieht immer noch. Ja, da kommt er noch. Jetzt kommt er. Also es ist kein Heilwund. Leider nein. Aber ordentlich. Aber ordentlich Teil. Hat er gekämpft. Galt schon, ne? Dickes Ding. Also größer dürfen sie auch nicht werden bei dir, ne? Nee. Ja, deinen Haken müssen wir auch noch mal überprüfen. So wie du schnaubst, ey, habe ich gedacht, der wäre größer, ey. Ja. Oh ja, Jungs, danke. Ich bin trotzdem mal schöner Camper gewesen. Nochmal alles rausgeholt aus dem Arm. Jawohl. Noch schnell ein Foto machen.